Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Unser Briefkasten blinkt. Was gibt's denn da heute Schönes? Oh, ganz viel Post. Was ist da denn los? Einmal von Fatima. Liebe Honey, Briefe schreiben ist zu altmodisch, aber auch sehr erwachsen. Wenn ich groß bin, will ich ganz toll Briefe schreiben können. Ich übe jetzt schon mal. Beste Grüße. Fatima, jetzt habe ich es fast geschafft, einen Brief ohne zu stottern zu schreiben. Ach, ist das süß. Und von Mama. An meine kleine Honey. Der Verkäufer hat mich junge Dame genannt. So kam es, dass ich das hier gekauft habe, obwohl ich es gar nicht brauche. Fieser Verkäufer. Mama. Oh, seht ihr gute Verkaufstaktiken? Auspacken. Oh, und das ist ein Pappbusch. Wie cool. Wir haben mal wieder einen Pappbusch. Ich weiß nicht, ob ich den bei mir dann irgendwo so richtig aufgestellt kriege. Oh, die Abendstimmung. Das sieht ja echt schön aus hier in der Abendstimmung. Das gefällt mir gut. Ich höre jemanden laufen. Oh, oh, das ist ja Akita. Wollen wir mal wieder uns von Akita das Zimmer einrichten lassen? Bin Akita, ja, hier meine Name. Komm mal, hier lang, da weit weg. Ich habe mir dann geboten, viele Tapeter und der Wand, viele Tapeter verboten. Meine Arbeit, ich wechsle deine Tapeter und der Boden gegen andere, mache ich immer wie neu. Solche Tausche, tausche deine Tapeter und so. Da tausche ich dann, sage ich ja schon, ja, lass uns reisen zu deinem Palast, jetzt nachher auf der Wustanwand. Ja. Ah, die Winnie da, Chicha, ja, ja. Oh Gott, das macht mir Angst, wenn die so redet. Ah, okay. Hier wohne ich, bitteschön. Gucken Sie sich um. Machen Sie nichts kaputt. Ah, da hier ist eine Palast, ja. Ich habe schon ein paar weitere Pläne von der Harmonie in der Raum. Ja, ja. Dann nehmen wir deine Stanis. Bitte schön. Ja, jetzt hier fangen wir mit der Arbeit an. Warte draußen. Ja, bitte, bitte, danke. Ach, er klaut dir all unser Zeugs. Aber das hat sie bis jetzt noch nie gemacht, also von daher. Trotzdem, so jemandem Geld geben und dann im eigenen Haus zurücklassen ist schon nicht gerade gut. Mach das nicht nach, Kinder. Au, das war laut. Wow. Okay. Ja, Fati, neue Zukunft kann jetzt beginnen. Hier, ich gebe zurück Sachen aus Vergangenheit. Bitte. Ja, meine Vision ist wie Oase im Wusterwind. Jetzt ist dein Haus wie Oase in Pilzdorf. Eine Oase in einem Pilzdorf. Na, dann wollen wir doch mal reingehen und uns die Oase in dem Pilzdorf angucken. Wir haben Spielteppich bekommen. Und naja, der Wandteppich ist ganz cool. Der Spielteppich ist jetzt nicht so mein Fall. Aber das wollte ich gar nicht. Blockhausteppich. Ich will wieder an die Wand und auf den Boden. Aber hey, wir haben eine Modetapete aus den 30er Jahren, würde ich sagen. Oh Mann. Und das packe ich mal rein. Die Liebesrose kann auch da drüben hin. Das sind so die Sachen, die ich verkaufen kann, die ich da drüben hängen habe. Gehen wir mal wieder raus. Okay, wir müssen auch bald eine andere Musik dort einstellen, weil das ist ja schon ein kleines bisschen nervig. Ja, war schön. Danke, Chicha. Die finde ich gerade noch Mischka rum. Oh, unsere Ecke hier sieht aber wirklich langsam richtig schön aus. Mir gefällt das. Vielleicht müssten wir jetzt noch so einen Weg ums Haus drum rumlegen oder so. Hallo. Berry, 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 Baby Butzibu. Weißt du was? Vorhin saß ich vor meinem Teller Matthias, als ich plötzlich Gigi hatte. Jetzt nehme ich der perfekte Spitzname für dich eingefallen. Willst du ihn hören? Schieß los. Yippie. Also halt dich fest, jetzt kommt's. Hallo Wunder Age. Darf ich dich ab jetzt mal Wunder Age nennen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Wie wär's denn? Ich hätte was anderes. Oh, das war wohl nicht. Welcher Spitzname würde dir denn gefallen? Das mit Honigball. Nee, du kannst mich so nennen, wie mich eigentlich nur eine Person nennt. Okay, zwei. Nein, drei. Aber davon ist eine tot, also von daher. Wie wär's mit Belly? Darf dich Belly nennen? Ja, das ist mein Lieblingsspitzname. Die meisten Leute sagen ja immer Isa und glauben, dass das voll der coole Spitzname ist, aber das ist er nicht. Ich mag das nicht. Easy ist noch viel schlimmer. Bell ist perfekt. Das nehme ich. Damit bin ich zufrieden.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu oft genervt Isa genannt worden bin, sodass ich mir einfach denke, ich will so nicht genannt werden. Ich mag Belly einfach lieber. Das hat nichts mit dem Bauchnabel zu tun. In Ordnung. Abgemacht. Aber jetzt bist du Belly. Wenn du irgendwo Belly hörst, dann bist du gemeint, Brummi. Alles klar, Barry, Baby, Butzibu. Hallo, Günther! Hey, noch dir hab ich gesucht, Honey. Willst du was Bestimmtes? Hähm. Hast du von dem seltenen Hai gehört? Ich bin ganz bezaubernd von seiner Wucht. Er schimpft sogar durch meine Träume. Hähm. Bringst du mir bitte ein Exemplar davon, Honey? Ich muss einfach eins haben. Ich würde gerne, aber ich bin nicht Wuschel. Und nur Wuschel kann Haie fangen. Ich nicht. Es tut mir so leid. Ich kann keine Haie fangen. Nicht, doch kann man will nichts machen, Honey. So sorry, aber ich bin super schlechterin. Hi, Mischka. Ja, ja, na, hallo. Also, was gibt's? Na, wie läuft's? Wie geht's? Wie steht's? Ich bin gerade so am Überlegen. Mein Zimmer braucht unbedingt ein schickes neues Möbel. Stück, was auch immer. Aber es darf halt nichts sein, was so viel Platz wegnimmt. Wenn du irgendwas Kleines finden solltest, kannst du es mir bitte vorbeibringen. Alles klar, Mischka, wird gemacht. Ah, Felix, müssen wir noch Medizin kaufen, richtig. Ich will mich trotzdem mal umgucken, ob hier noch irgendwas passiert ist. Hallo, Fatima. Klingeling, das wäre das Ideal für einen Spaziergang. Bim-bam. Tja, wolltest du etwas Bestimmtes? Plaudern wir. Oh, Kumpanin, hast du kurz Zeit? Ich habe beschlossen, als eine Art Geschenk für mein zukünftiger eine Zeitkapsel zu machen. Aber das ist so ein Aufwand, jetzt das auch noch zu vergraben und verlieren will ich es ja auch nicht. Willst du das nicht vielleicht für mich machen, bitte? Na gut, klar, kein Problem. Danke, hier ist sie auch schon. Du könntest sie bei deinen Briefen aufbewahren, denke ich. Na klar, wird gemacht. Steck sie am besten zu deinen anderen Briefen, da kannst du sie nicht verlieren. Viel Glück und nicht spicken, während du sie vergräbst, ja? Okay, Medizin und Zeitkapsel. Und jetzt gehen wir noch Robby besuchen. Robby! Dein Gesichtsausdruck verrät mir, du bist heute in Topform, Doktor. Gut so, eliminieren. Wobei kann ich dir helfen? Ja, was läuft? Wie geht's? Wie steht's? Wenn die Gießkanne randvoll mit Wasser ist, wiegt sie tierisch viel. Ich trage das Ding also eher zum Training. Das Blumengießen ist mir nicht ganz so wichtig. Sagt der Roboter in einem Traubendress. Ach, großartig. So, dann gehen wir mal zu Fatimas Haus und verbuddeln da die Zeitkapsel, weil dann kann ich mir wenigstens merken, wo sie war. Gott, bei mir ist immer so viel los. Hier ist so richtig so der Hauptumschlagplatz. Hier sind immer so viele. Ja, ich noch als... Klar. Was will ich denn hier? So, direkt neben dem Popobaum. Oh, du schöne... Popobaum. Hier vergraben. So ist gut. Okay, damit hätten wir auch alles geschafft. Zack und weg damit. Büsche, habe ich die Büsche? Ah, ich habe vergessen Büsche zu kaufen letzte Folge offscreen. Wollte ich doch Büsche kaufen. Das habe ich einfach vergessen. Ich wollte Büsche kaufen. Es dauert das ja noch länger, bis wir mal vorankommen mit unserer Buschreihe. Ach, Manu. Dabei sollte das so richtig buschig hier werden. Hey, wenn du einmal Busch sagst, dann... Ja, aber Büsche sind toll. Ich mag Büsche. Magst du auch Büsche? Ich mag Büsche. Magst du... Hallo, Leonardo. Wiedersehen, Leonardo. Ich gehe jetzt Büsche kaufen. Sonst nichts. Medizin natürlich noch. Medizin für Felix und Büsche. Gott, das ist so Déjà-vu-mäßig. Warum sind die mal alle krank? Wir kommen. Ja, ja. Alter, ich liebe unseren Neon-Cat-Jingle. Ah, die Medizin, die gute Wahl in der Tat, kostet 400 Sternis, damit dein Interesse hier weckt. Das ist ja super, ey. Vielen Dank für deinen Einkauf, Mann. Ich bestätige hiermit, von dir 400 Sternis erhalten zu haben, Mann. Hallo, Annalena. Ich muss da mal kurz durch. Ich muss da rum. Ha, ich hab Gerd getrollt. Haha, haha. Das findest du wohl lustig, ja? Dass du hier so rumrennst und ich muss dann... Was soll das? Lass das! Bleib stehen, ich hab dich erst, ja. Okay, ich nehme den Busch da. Ja, okay, das ist eine Stichpalme. Und die kostet... Ach, du weißt, wie viel die kostet. Komm ins Geschäft. Hätte ich mir denken können, weil wir kaufen die und kaufen die. Hoch die Hecke da, Chalet. 120 Sterne, Mann. Juhu, weil ich alles verkaufen kann. Und die Scheiße hinterher. Reicher, ja, das werde ich mehr. Juhu, danke, Mann. Super klasse. Na,
Na, Annalena, willst du Blumen kaufen? Du, Girlie, magst du Blumen auch so gerne wie ich, Popo? Jedes Mal das Gleiche. Wolltest du über was Bestimmtes sprechen? Wieso lachst du so? Erzähl mir was. Kaufst du etwas Grünes für dein Haus? Pflanzt da etwas Beruhigendes, Popo? Ja, pflanzen da was Beruhigendes, Popo. Schön. Ey, danke für deinen Besuch. Ey, komm mal bald wieder. Und dann rufst du vielleicht Oma was anderes. Das wäre jetzt richtig schnieke, Mann. Ey, ich würde mich freuen, ey. Ich würde mich richtig freuen, wa? Hab ich das jetzt so laut gesagt? Sorry. Okay, also gut, dann wollen wir mal sehen. Wir wollen mal Büsche hier pflanzen gehen. Ich höre schon wieder eine Grilled Serpent. Und zwar hier einen. Einpflanzen. Und dann noch. Passt das? Klappt das? Hier einen. Perfekt. Ja, ist doch schön. Und hier an der Ecke kommen dann später auch. Also hier würde ich später auch definitiv noch Büsche vielleicht an die Ecke pflanzen. Erstmal kann das hier so durchgehen. Das ist doch super. Das sieht doch dann gut aus. Habe ich noch mehr? Ich habe Dünger, ne? Es muss ja mal ziemlich viel Platz um die Rosen und so sein, damit ich die züchten kann. Muss ich wahrscheinlich mal ein bisschen Platz schaffen, damit das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Hallo, Alkika! Die lungert immer noch an meinem Haus rum. Ach, guck mal, hier hat es aber jetzt immerhin geklappt mit dem Züchten, ne? Wenn ich jetzt die hier also wegnehme, so viele will ich aber eigentlich auch gar nicht mehr. Eigentlich will ich so viel gar nicht mehr haben. Das ist schon so ein bisschen... Ich weiß nicht. Gucken wir einfach mal. Dann kann ich ja sonst ein paar blaue Rosen verschenken oder so. Das geht ja auch. Also so, damit das klappt. Wir müssen mal schauen, was wir sonst noch alles züchten können. Vergraben. Alles klar. Aber ich möchte hier gerne... Hier oben muss noch eine lila Blume hin. Das passt unglaublich gut zu Mischkas Wohnung mit den lilanen Blumen. So, und hier noch ein paar weiße. Na komm, sehr gut. Na, hier oben bei Mischka alles so in lila machen. Das könnte ich mir voll gut vorstellen. Hi, Barry. Aber wir gucken. Ey, weg von meiner Wohnung! Haust du ab? Gehst du weg? Barry, die will mich ausrauben, glaube ich. Weißt du, erst nachdem er im Haus hat Geld von mir abgezockt, mir so einen Kinderspielboden da reingelegt, abgecheckt, wo alles ist, was wertvoll ist, und jetzt lungert er die ganze Zeit rum. Okay, ob wir jetzt unseren Felix gesund machen können, das weiß ich noch nicht, aber wir schauen mal nach. Felix! Mein kleines, süßes, kleines, krankes Astrohörnchen. Ach, dir geht's wieder gut? Du bist ja wieder gesund. Das ist aber schön. Ich dachte, er wäre noch krank. Ich heute noch müder als sonst. Meine Medizin? Schmeckt die denn? Jetzt muss ich erstmal mit Orangensaft gurgeln, um diesen ekelhaften Geschmack loszuwerden. Irgendwie fühle ich mich schon ein bisschen besser. Danke, Honey. Oh, jetzt geht's unserem kleinen Hohlhörnchen nicht mehr ganz so schlimm. Also, es geht ihm besser. Es ist nicht mehr so... Dieses Zimmer ist so geil, ne? Och, er zittert noch. Hat noch Schüttelfrost. Mein armer kleiner Felix. Ich freue mich schon, wenn er durchs Dorf flaniert. Weißt du, er zieht zu uns und das Erste, was passiert ist, er wird krank. Hat ihn bestimmt Annalena angesteckt. Die war doch als letztes krank, oder? Schlimm, schlimm. Guck mal, hier können wir auch nochmal gießen gehen. Man will eigentlich mal wieder jemand ausziehen. Ich habe so Schiss, ey. Jeden Tag könnte einer weg sein. Ist doch eigentlich jetzt wieder 4 Tage her, dass das letzte Mal jemand ausziehen wollte, ne? Da macht man sich schon seine Gedanken. Und ich habe mit allen Leuten geredet und niemand hat mir irgendwas gesagt. Da wirst du schon ein bisschen paranoid. Ha, setzen wir uns hier hin und genießen die wunderschöne Aussicht aufs Meer mit dem Leuchtturm und dem Kaffeestrecken. Aua, das hat geknackt in meinem Rücken. Ich weiß nicht, ob das gut war. Oh, ich habe auch noch keine Gymnastik heute gemacht.
Aber ich habe einfach noch so schreckliche Muskelkater von gestern, weil ich es einfach übertrieben habe. Das ist, ich höre beim Sportmachen immer Musik oder schaue Serien. Und ich habe dann halt How I Met Your Mother geguckt, wie immer. Und dann habe ich eine Folge mehr geguckt als normalerweise. Also habe ich 30 Minuten mehr Zeit verbracht dabei, meine Oberschenkelmuskulatur zu stärken. Was sie mir dann heute Morgen auch gedankt hat, indem ich aufgestanden bin und erstmal zusammengeklappelt bin, wie so eine Marionette, deren Fäden man so locker hält, weil meine Beine so. Und ich saß dann da auf dem Boden neben dem Bett und dachte mir so, scheiße, tut das weh. Ich bin so dumm. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen. Und ja, wir machen mit Schlummeradresse bald weiter, mit Schlummer-Dingsbums und Gedöns. Ich gehe jetzt mal meine Schlummeradresse aktualisieren. Ach, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Wörsing.